Zwei Paare aus Walzenhofen im Allgäu tauschen heute ihre Wohnungen, um sich gegenseitig einen Raum zu renovieren. Aufgabe Nummer eins dabei, bis morgen Abend muss die Überraschung fertig sein. Und Aufgabe Nummer zwei, jedes Paar darf lediglich 1500 Euro dafür ausgeben. Und hier sind die Leute, die sich auf so ein Spiel einlassen. Beate und Boris, hallo. Hallo. Jetzt müssen wir nur noch wissen, um welchen Raum es geht. Um unsere Küche. Wer geht vor? Ich. Okay. Schnell, regnet. Durch das Riesenwohnzimmer in die Riesenküche. Ja, sieht ja eigentlich noch relativ neu und relativ gut aus. Und jetzt erzähl mir, was du verändert haben möchtest, die Herrin. Einfach, ja, alles eigentlich. Die Theke, die Theke kann raus. Wie? Ganz weg? Kann weg, ja. Soll frei rausgehen ins Wohnzimmer dann? Genau, frei raus. Ist das auch deine Meinung? Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr alles ändern. Du gibst uns freie Hand? Ja. Ganz gefährlich. Außer die Farben. Ah, Stichwort Farben. Gibt's Lieblingsfarben bei dir? Ja. Nämlich? Erdfarben. Erdfarben? Beige, Terrakotta, so der Art. Aha. Seid ihr da auf einer Schiene? Ja. Ja? Gibt's Farben, die du nicht magst? Rosa. Aha. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch eure Freunde. Wie heißen die? Sabine und Charlie. Genau. Also jetzt könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr tatsächlich mitmachen wollt bei Tapetenwechsel. Und wollen wir mitmachen? Ja. Okay, ja, mit. Dann muss ich wissen, wohin. Ab in den Keller. Oh. Ha. Ist ja ein Riesenraum. Ja. Aber fast nichts herin. Dart, Kicker. Also das ist ja das reinste das Sportzimmer hier herunten. Ha? Auch ja. Und da wir relativ viel Besuch kriegen, wollten wir eigentlich, dass die Gäste da unten auch einen Platz finden. Gibt es irgendwelche farblichen Vorstellungen? Gibt es eine Farbe, die du nicht magst? Was ich nicht mag, lila mag ich nicht. Okay. Stimmst du da überein? Mir ist das eigentlich egal. Also ich habe farblich keine Probleme. Also für dich wäre lila okay? Keine Tabus. Ja, wäre auch okay. Das ist ja spannend. Also das finde ich ja schon mal eine gewisse Herausforderung. Okay. Gibt es was nicht verändert werden sollte? Boden. Da habe ich so viele Arbeitsstunden investiert, der sollte drin bleiben. Hast du den selber verlegt? Richtig. Respekt. Ihr wisst, ihr kommt erst morgen Abend wieder heim? Ja. Leider. Sie lacht jetzt noch. Noch Schlüssel noch bitte. Einmal, der blaue. Moment! Ihr müsst ja den blauen Schlüssel mitnehmen. Hier. Und der rote hier. Wenn dieser Auftakt nur kein Omen ist, auch die Designer Katja Thieme und Sigi Seelmeier scheinen nicht so recht zu wissen, wo es lang geht. Was mir ein bisschen stört, ist, dass es so unwohnlich und blass ist. Aber das da hinten mit dem Herd, da ist bloß die Tapete hinten dort, das ist beim Kochen natürlich total unpraktisch. Also da würde ich auch irgendwas anders machen. Auf alle Fälle, ja. Und so hässliche Lampe hier. Können wir nicht lassen, ich schaue dir aus wie. Ja, und die Theke da, die wird auf jeden Fall wegmachen, weil die passt ja. Also überhaupt sieht daher, das ist ja. Das passt nicht zusammen. Ja, passt also schon. Ich bin der Vierte, machen wir weg. Die machen wir ganz weg. Ja, freilich. Wenn du das meinst, machen wir sie weg. Nee, so ist halt ein bisschen zu glotzig. Ich meine, von der Platzierung ist die nicht schlecht, die Theke. Mhm. Aber vielleicht könnte man irgendwie so einen Frühstückstisch dazu bauen, ja, dass das praktischer wird. Für die Kinder, für die Kinder zum Frühstücken, das wäre klasse. Genau. Das wäre bestimmt gefallen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wir brauchen noch unbedingt Übernachtung für Gäste. Also so Gästezimmer. Aha. Vielleicht da hinten? Super. Oder? Ja, bietet sich an. Bietet sich an. Ja. Dass man das irgendwie. Gute Ecke. Mhm. Mit Heizung und so ist gut. Gell? Dass wir es irgendwie farblich noch vielleicht irgendwas machen. Ja. Sollte aber auch zum Spielen oder zum Kuscheln für die Kinder sein. Vielleicht in Rottönen und hier ganz weiß bleiben. Ganz weiß? Oder? Zu fad. Ah. Um Gottes Willen! Das ist nicht rot, das ist pink. Okay. Das ist pink. Nein, du, das trocknet noch ab. Können wir das mal testen? Die streiche ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Auch nicht streichen. Die streiche ich nicht. Nein, die Sabine hat. Na, das ist ja rosa. Die Roten wollen nun doch die Küchenbar erhalten. Rund soll sie sein. Haben mir eine Brille gegeben, die Stichsäge in die Hand gedrückt und gesagt, schneid mal, Wolfgang. Und auf eine Panne gewartet. Aber da haben sie sich natürlich geschnitten.
Sehr Bravo! Gut, sehr gut. Super! Fast ist mir auf den Fuß gefallen. Nach erfolgreich, aber man muss bis zum Schluss konzentriert bleiben, sonst kann sowas passieren. Das Schweinchen rosa. Nein, das, wird, das wirst du sehen, dass das nee. Affengeil aussieht. Und die ganze Wand so. Also, ich mache dir jetzt einen Vorschlag, gleich mal zur Güte. Also, wir streichen nur diese Wand rosa. Wenn es euch gar nicht gefällt, dann könnt ihr auch morgen weiße Streifen reinmalen oder ja, sonst genau. irgendwas. Könnt ihr auch lustig sein, weißt? Okay. Gut, dann fangen wir jetzt mit dem großen Raum weiß an und ich mache die beiden Wände zur Strafe. Es geht doch nichts über eine schöne Landpartie durchs Allgäu. Wenn es ein bisschen schneller geht, hat es natürlich auch nicht verkehrt, weil ich langsam bin ich ein bisschen im Stress. Bin schon wieder ein bisschen spät dran. Naja, dabei schaue ich mal, ob mein Equipment wenigstens in Schuss ist. Ah, die Stichsäge ist dabei, jawohl. Die hat einmal extra angeschafft, das darf auch passen. Also jetzt Herbert, jetzt hauen wir ein bisschen drauf, schieben wir mal ein bisschen an. Zweiter Gang und Action. Also auf geht's, schieben an. Lass mal die Kolben tanzen. Endlich ist er da, der Mann, der alles kann. Nur brauchen tut ihn erstmal keiner. Ja, so gerade. Was sagst du so einfach? So, ja. Ja, sehr gut gemacht, das ist perfekt. Schau. Klasse. Gleich die nächste. Schau, wie leicht es geht. Super perfekt, lieber Schreiner. Dann sind wir da schon fertig. Wir machen ein Kettensystem. Du schlagst, ich gebe weiter an den Boris. Klasse Idee, diese Kreuze. Ein stabiler Unterbau für das Podest und günstig dazu. Das ist Arbeitsteilung, so mag ich das. Siehst du das? Sigi, jetzt müssen wir uns erst mal unterhalten, was du sonst noch für Farbe geplant hast, weil sonst können wir das, also weiß ich nicht, ob ich da damit einverstanden bin. Ehrlich? Ja, ganz, ganz ehrlich. Ja, die Wände werden rot. Vielleicht verarschen nee, da, oder was? Nur teilweise. Ja, dann haben wir noch Anteile in Grau dabei. Mhm. Also und was, wie soll das jetzt sein, bei der Mitte? Das Farbkonzept wird eigentlich grau und orange. Und die Innenflächen da, die werden schwarz. Na. Doch? Na, schwarz nicht. Freilich, wir brauchen den Kontrast. Keine Hexenküche. Nein. Aber auf die schwarze kommt noch was drauf. Das heißt, wir haben keine ganze schwarze Fläche da in der Mitte. Also, jetzt stellen wir die Unterkonstruktion hier und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Die Stützkreuze bekommen noch Unterlagen aus Teppichresten. Die Designerin muss was einstecken und Bastel muss ganz schön was wegstecken. Katja treibt die Männer an, Bastel kümmert sich um den Ausschnitt für die Heizung und Beate ist sofort mit der Stichsäge zur Stelle. Ohne Teamwork geht nichts bei Tapetenwechsel. Ich hab da meine Finger drin. Also, da habe ich so einen. Was für Glitzel oder Plexiglasstreifen. Wow. Schau, da können wir das ganz genau ein. Da können wir jetzt eine Rundung machen, die uns Spaß macht. Die uns Spaß macht. Genau. Was also für die macht uns Spaß? Das 40, soll jetzt doch mal die Sabine entscheiden, was circa, für Rundung ihr gefällt. Du, jetzt warte mal, du mal langsam. Schau mir. Soll ca. 40 breit werden insgesamt. Wir sollten die Sabine zuerst mal vermaßen und das dann wieder dran. Genau. Schau mal, wenn jetzt wieder. Der lag in 40 cm nicht. Wie geht's da her? Der Sigi, der ist drauf. 40. Der ist schon ganz in die Zeit. Ja, genau. Sigi? Ganz eine raffinierte Form. Das ist Allgäu-Power pur. In Waltenhofen weiß scheinbar jede Frau, wie man Bohrmaschine und Stichsäge führt. Und wenn es um Farben und Design geht, lassen sie sich durch nichts und niemand von ihrer Linie abbringen. Okay, machen wir aus. So, aber das ist doch perfekt geworden, die Rundung. Bist du damit zufrieden? Ja. Ja? Ja. Im Gegensatz zu? Hör auf, nee, nicht schon wieder. Vielleicht wird vielleicht jetzt durch die Rundung die Farbe nicht schon ein bisschen besser. Nee, absolut nicht. Und einweisen. Los. Schauen wir mal, ob das passt. Die große hier unten. Stimmt es da hinten an der Wandscheibe? Stimmt. Ja, so passt Siege, es. Zufrieden? Gut, bin zufrieden. Okay, eine Stunde haben wir noch. Ja. Siege, welche Arbeiten sind noch zu machen und wer soll sie tun? Also jetzt müssen wir noch die Platte schleifen und beizen. Wer macht das? Ich. Das machst du am besten du, Charlie. Charlie, okay. Dann die Wandplatte zusammenbauen. Machst du am besten du. Bastel? Ja, schau nicht so. Wandplatte zusammenbauen. Okay. Ich mag gerne was Einfaches. Ihr zwei macht am besten die Gläserregale da hinten. Das sind nur zwei Winkel, die arbeiten auf 10 Minuten. Aha. Okay, und was bleibt für dich noch übrig? Ich schau mal, ob alles passt. Was soll das Ganze werden?
also das wären die Trennwände, die den Spielraum von dem Abstellraum trennen. Und das sind einfach Rahmen aus Holz, die mit Stoff bezogen werden. Oh. Und zwei davon kriegen Licht. Ich zeig dir mal die Stoffe. Ja, oder? Interessiert mich sehr. Die sind ja wieder in der Kombination mit der Wandfarbe dann zu sehen. Schau, Boris, ja, was sagst du? Die Stoffe für sich sind gut. Lila. Lila. Na. Sollen wir mal testen, wie es aussieht? Komm. Na. Komm. Nee, lila kommt nicht rein. Komm, ich, wir probieren es mal an. Na. Stellen wir mal rüber. Komm. Na. Lila nicht. Komm, wir schauen einfach mal, wie es aussieht. Raus. Boris, das kann ich vergessen. Rosa und lila. Super. Nein, das Rosa, habe ich gesagt, das Brombeer. Das Brombeer ist okay. Na, kein lila. Charlie will seinen Freunden perfekte Barplatten abliefern. Sein Freund Boris dagegen steht mitten im Wirbelwind. Also jetzt, Beate, jetzt machen wir es so. Also der Beate gefallen ja die Farben sowieso nicht. Ja. Jetzt wenn man zum Beispiel jetzt da irgendwie was mit der Schwammtechnik macht oder eine Schablonentechnik. Aber nicht, das muss nicht Schwamm sein, also irgendwas dann du aus. Kein Problem, ja, also okay. Uns pressiert. Meinst du, dass es da schneller geht, wenn du da herstellst und mir das verzählst und nichts dazu tust? Das kann ich überhaupt nicht haben. Ja, darum bin ich da, dass ich dir ein bisschen Dampf mache. Ja, den brauchst du nicht. Der bimselt da umeinander wie, so, wie Weihnachtsplatzl macht er darum. Sigi. Du uns pressierst. Da, hinterste Ecke. Also es sind zwei, gell? Es kommt hintereinander. Und was an denen nämlich total schön ist, weißt du, so? Und wenn man da Weiß drunter hat, kannst du dir nicht vorstellen. Was denn? Nichts ist schon wieder weiß nicht, oder was? Jetzt mach ich mach mich nicht fertig. Bei den Roten geht's voran. Das kann selbst der penible Siege nicht verhindern. Statt zuzuschauen, könnte er ja auch selbst mal mit anpacken. Also wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann finde ich das Weiß echt was besser. Weiß, das ist echt gut, wenn man das auch im Raum sieht. Also, das Schweinchen rosa weg. Okay. Kommt nicht mehr in Frage. Dann das Brombeer mit Schablone oder sonstigem hier noch. Ja. Und das Weiße abtönen und als Grundfarbe. Also eine Küche umzubauen, das hat sich bei Tapetenwechsel immer wieder erwiesen, ist einfach das Komplizierteste, das Aufwendigste, was es überhaupt gibt. Und Team Rot hat sich sensationell geschlagen. Aber auch drüben bei den anderen, die Blauen, ist einiges vorwärts gegangen. Und was es genau war, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Okay. Alles Mögliche hat Katja versucht, damit Beate pink streicht. Und ihren Ärger um die Farbe hat Beate an den Podestplatten ausgelassen. Stundenlange Diskussionen haben die Blauen zurückgeworfen. Und die Zeit mussten sie am Nachmittag wieder reinholen. Und bei den Stellwänden wurde es Beate endgültig zu viel. Ihren Humor aber hat sie dennoch nicht verloren. Kann man es lassen? Das Schweinchen B. Kennst du? Das ist so rot. Das ist so knallig rosa. Und den Film hast du geschaut? Ja klar, zweimal. Dann bleibt die Wand so. So ist es eben. Um eine neue Küche zu bauen, muss man die alte erst einmal auseinandernehmen. Aus dem Rest macht Bastel gleich ein Werkzeug. Kennst du den Original Bastel-Weißen-Schleifklotz? Nein. In meinen Farben gibt es in jedem Haushalt. Den schwarzen Peter hatte heute Charlie. 15 Schranktüren. Schleifen, säubern und grundieren. Undankbare Arbeit. Dagegen kann man mit dem Schubladenbau richtig was hermachen. Dann die Farbattacke. Sigi muss nachsitzen. Morgen sollen noch 12 Schichten Bootslack auf die Beize. Wie heißt denn da bei euch die Dirndl? Die sind bei ist Fehler. Fehler. Nein, nicht Föhler, sondern Fehler. Von bis, was für ein Alterskreis ist das dann? Oh, bis 25, hätte ich sagen, weil da ist noch ein Schachtel fest. Schachtel. Mit 25 die Speise das im Allgäu Schachtel fest. Aber das hat sich bei uns ja keiner zum Song dran. Dass du ab 25 ein Schachtel bist, das finde ich ja schon irgendwie ein bisschen heftig, nicht wahr? Also, das ist ja halt auf meinem Mist gewachsen, das ist allgemein so. Das ist bei uns einfach so. Tust du vor? Zweiter Tag, noch 9 Stunden. Von Einrichtung ist im Keller noch nicht viel zu sehen. Jeder Handgriff muss sitzen. Höchste Zeit für Katjas Spinnernetze. Jawohl.
Hebt's? Der hält, da hängen wir einen Elefanten auf. Glaube nicht. Einen kleinen. Ich würde überhaupt nicht mehr sagen. Du Sabine, Jens, muss ich jetzt mal ganz genau wissen. Du bist ja schon über 25, das darf ich mir jetzt mal einfach knapp, so. Aber wirklich knapp ganz drüber. Knapp. Das heißt, du bist hier schon eigentlich ein Schachtel, kann man sagen, ja? So wie ich das jetzt gerade mitgeregt habe. Hat er das erzählt, oder? Schachtel sind ja die unverheirateten Frauen über 25. Was bist dann du? Artikel die Schachtel, oder? Wenn du das so sagst. Ganz schön rein, du. Sei vorsichtig, du musst eine Weile mit uns schaffen heute. Also, das leg die nicht mit einer Allgäuerin an, das habe ich da schon mal gesagt. Das war jetzt nur der logische Schluss von dem Ganzen eigentlich. Ja. Nee, Schachteln sind die Ungebrauchten. Ehrlich? Die Unbenützten. Nur zu, du kannst da nichts verkehrt machen. Endlich. Das ist eh stumpf. Da machen wir jetzt einen an der Wand. Gehen wir zur Wand hin. Genau, ganz unten. Das ist super so. Weißt, und dann können wir hier noch mal ein bisschen eine Form kriegen, indem wir da noch mit einer Dekoschnur hier oh so, ja, das schaut gut aus. Das irgendwie anders spannen. Ja, das schaut gut aus. Oder? Ist doch ganz witzig. Schöne Fans, wenn man nicht nur ein Spiel lassen wird zum Alge, oder? Was bitte treibt Bastel mit Beate in Kempten? Okay. Dann schauen wir mal. Da ist es sauber. Jetzt haben wir es. Nummer 48, bitte. Nein. Doch? Das 48 ist aus. Nein, das ist nicht gesagt. Das ist Programm, Beate. Da kommst du jetzt nicht drauf vorbei. Gehst hier von der Dose weg, legst die Schalter da und schließt alles an. Da brauchen wir Löcher durch und das da. Auch dann schaut. Dose weg, hier ins Schalte, brauchen wir Löcher und sonst was. Ja, okay, ja klar. Ich meine, heute Abend muss alles fertig sein. Ja, drum. Ich habe einfach eine Pechsträhne. Immer wenn ich helfen will, macht irgendeine Maschine was falsch. Ups. Der Küche muss ich ja. Die kann man einstellen. Ja. Macht das der Wolfgang alles richtig? Kabel, ja, Sigi, du musst natürlich mit einem Auge immer bei mir sein. Bin ich. Gib her, lass mir das machen. Moment, das ist eine echte Herausforderung jetzt. Soll ich eigentlich die Schrauben mit in den Mund nehmen? Eins, zwei, drei und Augen auf. Ja, nur Wahnsinn. Ja. Und jetzt? Super. Wow. Aber ich bin sie schon gemacht. Das freut mich, dass es dir gefällt. Einmal. In der Küche fügen sich die Teile zusammen. Schranktüren sind lackiert. Sabine hat die Lochbleche angeschliffen. Jetzt die Montage. Viermal. Gut. Türe hier abblasen. So, und jetzt legen wir das Teil auf. Gut. So, Klebestreifen habe ich. Da wird der Sigi nicht ganz glücklich sein. Oder sieht man es nicht mehr? Jetzt, warte mal, jetzt kommt da das Blech drauf. Auch mit kleinem Budget kann man sich eine neue Küche zaubern. Man muss nur an der richtigen Stelle Geld ausgeben. Für solche Alubleche zum Beispiel, der Quadratmeter kostet 30 Euro. So. Ausklopfen. Gut. Habt ihr die schon richtig gemacht? Wie schaut das aus? Nein, wir haben es total falsch gemacht. Und jetzt? Jetzt haben wir den Gartenspieß da rein. Ah, beweglich. Die Lampen kommen drauf, dann ist es schön beweglich und es wird eine klasse Beleuchtung für unsere. Das passt gar nicht. Na gut, dann müssen wir nochmal los. Mhm. Müssen wir los, hilft nichts. Wir müssen nur mal hier den Ringelschwanz nach. Oh ja, der ist ja ganz wichtig. Und schauen wir es an? Ja? Zzt. Süß. Das ist ja super. Ist doch gut, oder? Ist das doch gar nicht wahr? Ja, da schau ich hier. Der Charlie macht jetzt da fertig unten und dann hilfst du mir. Wenn wir da jetzt über so den Hängeschrank so ein bisschen zur Auflockerung wieder unter, weißt du? Ja, wir müssen da sowieso noch ein bisschen ausbessern. So zum Beispiel, verstehst du? Ja, das ist. Was machst du da? Du, das ist für nicht gut. Ja, aber das ist mir da unten auch gerade passiert. Du, wenn du willst, kannst du es mir ins Gesicht machen, so ein Punkt, aber. Du trau dir, gell? Du trau dir. Das ist zurückgenommen. Zurückgenommen. Nein, gilt nicht mehr. Zurückgenommen gibt's bei uns gar nichts. Jetzt geht's aber los. Jetzt bist du fertig. Jetzt gibt's einen schwarzen Strich. Nein, das glaub ich nicht. Schluss jetzt. Auf geht's. Wir wollen heute noch fertig. Ja, genau. Komm, Schluss. Aus. Schluss. Sigi weg. Du. Jetzt ist Schluss. Aus. Jetzt Ende. Schluss. 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 Drei Leute für zwei Regale. Ich denke, wir müssen hier mal ein bisschen Gas geben. Gas geben und schon funktioniert's.
Genau. Charlie. Oh, kleine okay. Stärkung für den Endspurt. Ich habe gestern ja gesagt, bis heute Abend muss die Überraschung fertig sein. Ja. Damit sind wir beim Thema Zeit. Wie schaut's aus? Sigi, wie schaut's aus? Gut, sehr gut. Okay, dann schaut's gut aus, wenn Sigi das sagt. Das wird der Durchgang für unseren Abstellraum. Ihr bohrt da durch, dann kommen die Gewindestangen da durch. Schwarze Katze. Wird weiß gestrichen, wird, wenn ihr Bock habt, mit Alufolie beklebt. Kostet 7,50, sonst kostet das alles nur noch ein paar Euro. Wir haben da eine Deckenplatte, wo das alles dran gehängt wird. Bitte machen und bitte ganz, ganz schnell, bevor wir nicht fertig werden. Ihr Blauen, eine Spielregel bei der ganzen Sache ist auch die Zeit. Ja, klar. Ja? Eine Stunde steht euch noch zur Verfügung, reicht es? Nee. Eine Stunde auf gar keinen Fall. Wie? Team Rot hängt auch. Die Barhocker sind immer noch nicht fertig. Die Krise, weil uns die jetzt dieses Jahr wieder nicht fertig machen lassen und dann haben wir bloß ein halbes Design. Das haben wir bei dir noch nie gehabt. Ja, da bin wir haben vielleicht einmal ein schlechtes Design gehabt, aber noch nie ein schlechtes? Mit mir? Wann war denn das? Ich komme jetzt auch nicht mehr daran erinnern. Ja, nicht. Das will ich nicht hören, sowas. Ein schlechtes Design auch noch. Wenn, da waren wir vielleicht nicht fertig, aber ein schlechtes Design, nein, sowas gibt's nicht. Auch hier im Keller sieht es zwar langsam gut aus, aber leider viel zu spät. Eine Tapetenwechsel-Spielregel ist, heute Abend müssen die Räume übergeben werden. Die Teams und die Designer wissen das, glauben aber erst wirklich dran, wenn ich es ihnen permanent unter die Nase reibe. Auf der anderen Seite, alle haben schwer geschuftet, da kann ich sie im Endspurt auch nicht hängen lassen. Gut, klasse, Wolfgang. Tapetchen. Jetzt schieben wir mal da raus. Ja. Genau. Probieren wir mal. Eigentlich müsste das ja gut sein. Normalerweise. Ja. Bastelwastel hilft auch, wo er kann. Nur einen Haken hat das Ganze. Immer, wenn unsere Designer im Endspurt wieder etwas Luft kriegen, denken sie sich was Neues aus. Was wird jetzt das? Das soll ich das Sigi erklären, weil mir ging es genauso. Das ist super. Oh nein. So, und jetzt Spaß beiseite, das bleibt jetzt so, oder? Das bleibt so. Also ein guter Glaube hat er, gell? Bastel, Bastel, hol die Abtönfarbe, das machen wir wieder zu. Du musst doch mal das von. Ja, du schau doch mal das von der, Ansicht an. Lassen das fertig. Lassen mal. Sie mal hängt ein Kreis, dann können wir sie dann lieber mal. Du sagst zur Beate, dass ich da dagegen war. Ja, ja gut. Aber wirklich. Sie sieht sehr gut. Gib mir gleich eine Adresse dazu. Oh, Sigi, ich glaube, du schlafst jetzt nicht mehr gut. Perfekt. Tante, Tante. Oh. Rosa Klo. Oh, was schaut aus, wie der ausschaut? Die sind doch Kindertöpfchen. Du, die Kindertöpfchen, genau. Total bequem. Eifädeln. Es geht aber. Es geht aber. Gut. Der hebt. So halbwegs. Gut, jetzt die andere Seite. So, andere Seiten. Ja, ihr wart großartig, ehrlich wahr. Ihr habt geschuftet wie die Schweine. Echt. Wie die rosa Schweine da hinten. Super. Also jetzt haben wir uns ein Bier verdient. Kaum zu glauben, was aus dieser Küche innerhalb von 2 Tagen geworden ist. Mit nur 1.500 Euro hat Team Rot den Look total verändert. Sigi ist strikt dabei, die gebürsteten Alubleche vor schwarzen Flächen und natürlich das richtige Licht. Ganz viel Arbeit steckt in den Details. Alle Türen, Kanten und Sockelleisten sind neu lackiert. Und charmant hat Sigi bei Sabine sogar noch einen roten Teppich durchgesetzt. Passt perfekt zur neuen Pinnwand. Als Raumtrenner sozusagen hast du hier diese neue Bar installiert mit diesen witzigen Barhockern. Was ist der Trick dabei? Ja, wir haben da wieder so ein Wasserrohr verwendet. Unten eine Holzplatte drauf, oben ein Sitz. Fertig ist das Ganze. Kostet zusammen 20 Euro. Sehr günstig, wir konnten keine kaufen, ist zu teuer für unser Budget. Ins Auge sticht vor allen Dingen natürlich dieses Holz, diese Platte, einmal auf der Ebene, einmal hier heroben. Was ist es für ein Holz? Es ist Fichtenholz, Massivholzplatte, also so schichtverleimt, dass es gerade bleibt. Wir haben das gebeizt und 12-mal lackiert, dass wir so einen Bootslack-Charakter hinbringen, so in Hochglanz. Das wollten wir extra haben. Also dieses eher naturbelassene Holz hier, diese Metallplatten, was ist der Trick bei den Sachen? Also die haben halt auch behandelt mit so einer speziellen Schleifscheibe, dass das leicht wolkig aussieht und nicht so irgendwie wie geschleckt so.
Und dann haben wir es mit Autolack lackiert, dass das pflegeleicht ist und dann bleibt es immer sauber. Stark. Was heißt stark. Orange? Stark. Toll. Ist Orange toll. Okay? Orange ist okay. Also super. Die Kombination ist okay. Man könnte sagen, aus so einem Keller was zu machen, ist eigentlich einfach. Tatsächlich aber musste Team Blau einen Wohnraum aus dem Nichts erschaffen. Und der Schlüssel dazu ist eine gute Raumaufteilung. Variable Blenden für den Stauraum, den Schlafbereich durch das Podest vom Kellerboden wegholen und die harten Ecken auflösen durch Spinnernetze. Tolle Idee von Katja. Quadratmeter fast. Ich habe mir gestern gedacht, wie kriegt die Katja diesen Raum in den Griff? Was sind deine Tricks gewesen? Ja, die Netze und die Leinwände. Also ich habe einfach, was man ja sonst nicht tut, einen Raum radikal abgetrennt. Ja. Einen schönen großen Raum viel kleiner gemacht. Ja. Und das macht natürlich das auch. Ja. Es macht viel kleiner. Wo sollen die in Zukunft Tischtennis spielen oder sonstige Sachen machen, was Sport anbelangt? Weg mit den Leinwänden, raus mit der Tischtennisplatte und auf geht's. Jetzt. Boah. Ja, geil. Ich glaube, wir schlafen heute Nacht woanders, hä? Ja, super. Ja, hi. Boah, Schweine. Super. Echt heiß. Sag ja, was, ehrlich? Hallo. Sag mal, wir kommen da hinten rein. Sag mal. Oh. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ansonsten bis zum nächsten Mal beim Tapetenwechsel. Prost.